Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die eine Höhle hier. Ich kann mir die Namen echt nicht merken, ich habe echt ein Problem. Gott, und den Namen müssen wir, aber dafür haben wir diese Cambria-Höhle, glaube ich, heißt die, durchquert, wo wir gegen diesen komischen Vogelboss gekämpft haben und den wir besiegt haben. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier ein Abschnarchen, weil jedes Mal, wenn ich anscheinend... Okay, nehmen wir das. Wenn ich mich anscheinend heilen will, kommt hier immer ein Skit. Noch mehr Tutorials. はい。どのスキルになるかは特定のルールがあります。融合前に確認できますが、同じ属性スキルなら同じ属性の別のスキルに、同じグループのスキルなら同じグループ内のものにいずれも違う場合、2つのスキルの間くらいのレアリティのものになりますよね。封印中のスキルがある装備を融合すると どうなるの？え、とにかくそこが融合の最重要ポイントだ。封印中のスキルは飽きとみなされますわ。これを利用することで片方の装備に空きがなくても残したいスキルを封印中の装備と融合すれば、ここで寝ます。 Aber nicht schon mal. Okay. Ich finde es gut, dass die halt per Skizze erklären, aber das macht es für mich nicht verständlicher. So, wir sind jetzt wieder voll geeilt mit SK und also was. Ich hoffe, ich kann noch mal irgendwann offscreen das Gasthaus benutzen, ohne dass irgendwie jedes Mal ein Skit kommt. Ich vergesse mal da drin irgendwie zu reisen. Ja, nein, ich herrsche das hier. Ich glaube, ich habe einmal Level erhöht hiervon. Ich jetzt aber nicht. Reiseführer, ja, Galtkosten werden ein bisschen... ja. Flinke Füße. Ja, da brauche ich noch echt viel, ne? Ja, irgendwann werde ich wohl wahrscheinlich gute Sachen haben, um die... Ich kann auch theoretisch immer Apfelgummis kaufen und, ja, wenn ich jetzt wüsste. Ich glaube, Südausgang, ne? Ich kann auch ganz viele Apfelgummis kaufen, den immer den Herrscher des Landes geben. Dann kann ich wieder neue kaufen, dann tue ich gleichzeitig den Ladenrang erhöhen und auch den Level für den Herrscher des Landes. Wäre eigentlich voll broken. Irgendwann werde ich ja genug Geld haben, um sowas zu machen. So, übrigens, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls der Sound ein bisschen zu laut oder zu leise sein könnte, weil ich habe schon in meinem letzten Fallout-Video irgendwie gesagt, mein Aufnahmeprogramm, die Einstellungen davon haben sich aus irgendeinem Grund zurückgesetzt, also auf Standard. Keine Ahnung, da war irgendwie so ein Update oder so und ich habe Nein gedrückt, weil ich kein Update haben wollte, weil immer, wenn ich ein Update von irgendwas habe, geht's den Bach runter und da sind ganz große Typen. Und ja, aus irgendeinem Grund haben sich die ganzen Einstellungen wieder auf Standard zurückgesetzt, was bedeutet, ich musste die Aufnahmequalität noch mal richtig einstellen, ich muss den Sound noch mal alles richtig einstellen, wie er aufgenommen wird und so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Sound jetzt richtiger Unterschied ist. Ich weiß jetzt nicht, wie er in den Kämpfen und so hier alles ist. Ich habe mal vorhin so nachgeguckt, das schien alles mal in Ordnung zu sein. Aber ja, falls man einen Unterschied merkt, dann könnte das liegen. So, jetzt machen wir einen von dem Platz, weil ich habe ein Level Up wieder vor meinen Augen. Trolle. Gegen was bist du? Gegen Feuer. B-Rose ist kaputt. Käse. Ich muss unbedingt diese ganzen optionalen Gegner, sag ich mal, erledigen. Wenn ich diese Kristallkugeln bekomme, die meine AP erhöhen. Das wäre schon mal ein Anfang. Aua. Geh weg, geh weg.
Endlich das mal amortisieren gegen die Typen, die gegen Feuer anfällig sind. Ja. Neue Art erlernt, Kenntnis zum Titel vertiefen und so weiter und so fort. So, das war schon wieder unnötig schwer. So, er hat jetzt 10. Out 10. Damit mir nicht nochmal passiert wie beim letzten Mal. Ich tue jetzt einfach die stärksten Sachen hier ausrüsten erstmal. Mit die Bonus gut sind, außer bei ihm, weil er hat schon Maximum und ich möchte nicht Punkte verschwenden, falls wieder ein Überraschungsboss kommt. Da muss ich ja noch mal gucken. Ich habe, glaube ich, nur noch ein paar Stöße, die ich machen muss. 17 Stück und sind alle wieder voll geheilt. Ja, okay. Ein Level up oder was? Aber wie kommt man denn hier weiter überhaupt? Ja, okay. Ich wollte nur Feuer einsetzen. Hier stand gegen. Du bist nicht. Ja, die Trolle, die haben irgendwie mehr Schaden gemacht. Die kommen irgendwie gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich soll vielleicht mal gucken, was ich für neue Art gelernt habe, ne? Vielleicht auch mal eine Idee. So. Ja, damit. Amphibol-Weste. Ich glaube, ich habe bessere Sachen, ne? Ja. Wir haben Flop-Ring gefunden, genau. Arzt, mein Gott. Was haben wir denn hier? Auch keine Eifersucht. Die haben voll viel neue Sachen. Ich sollte mal vielleicht irgendwie die wieder reinnehmen. Und Edna hat hier Schrottwurf gelernt, okay. Was kann sie im potenziellen Neues lernen? Blütenwirbel und nur Blütenwirbel. Und Konzentration, okay, das macht es ein bisschen einfach. Ja. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, wo denn seine Sachen sind. Windlanze, Höllentor. Ja, der Angriff, den auch Pascal konnte. Rachebeißer. Ja, okay. Wir sind ja auch wieder im vollkommen neuen Gebiet, da soll ich mal aus dem unter die Lupe nehmen. Da hinten war ja irgendwo ein Speicherpunkt, aber ich glaube, da kann man nicht hin, ne? Egal. Wir müssen zu Gododin oder irgendwie so. Was seid ihr denn für putzige Viecher? Saugriel. Schwäche gegen. Ja, okay. Mein Gott, mache ich Schaden gegen die. Ja, wie mache ich das? Okay, wie tut man höhere Dinge? Ich verstehe immer noch nicht. Stop. Ich halt gedrückt. Muss ich X gedrückt halten, oder was? Ich verstehe nicht. Da haben wir wieder was. So einfach random. ロゼ。この道を進めばいいんだ。崖道の端にあるはずだよ。もうすぐだと思う。わかった。また襲われる前に急ごう。 Ja. Und da ist was Dickes. Also der 4 Speicherpunkte.
Hier bin ich schon mal falsch, geil. Ja. Gucken wir uns das noch mal an. Höhere seraphische Art. Meistens seraphische Art haben eine höhere Art. Wenn du zum Beispiel Eis und das höhere Art doppelt schon mal lernst, gehältst du die Kampfaktion Ladungszauber. Wählst du ein seraphisches Art mit Kreis, nachdem du es gewirkt hast, kannst du mit dieser Aktion stattdessen ein mit X ein höheres Art wecken, das du gelernt hast. Okay, versuchen wir mal. Ja, das ist ein Zauber, Mann. Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Ich meine, ich habe die Steuerung ja umgestellt, aber trotzdem. Wenn mit Kreis Aklament mit jetzt um sein aber wirkst bist du nicht vom Gegenangriff geschützt. Das höhere Art kannst du mit dieser Aktion stattdessen mit X ein höheres Art wirken, das du erlernt hast. Noch höhere in der Art nutzen. Muss ich während der Ladung X drücken oder was? Ich verstehe nicht, wer abläuft. Ah, sehr gut. Muss Kreis gedrückt halten. Und dann nochmal X drücken. Dann. Okay, haben wir auch mal gelernt. Kannst du es fragen? Muss ja auch mal lernen, wie das funktioniert, ne? Samgata. Okay. Guck mal, welcher Charakter wir brauchen. Wenn es eine Seraphin ist, habe ich sowieso schon verloren. Das wäre ja Rose. Nur leider darf ein Trainer, die habe ich ja genauso wenig gesteuert. Kommen wir irgendwann mal zurück, wenn wir mehr von diesen zu einem Bossen fertig gemacht haben und mehr. Ihr wisst schon. Okay, das Monster muss ich jetzt nicht nochmal angreifen. Ich muss sowieso irgendwann hier zurückkommen wegen dem Teil. So sehe ich das Viecher sowieso wieder. Dann da lang eben. Verdammt. Ich wollte so ausweichen. Oh, Hitzeverteiler ist ein höheres Art von irgendwas. Brauche ich das aber nicht. Okay, Stigma, aber ich habe an nichts anderes. Also mal ein geiler Angriff. Er weiß, wie es funktioniert. Ist der mit dem Pendel eine höhere Angriffskraft, ne? Als einige andere Seraphen. Gegen euch möchte ich nicht nochmal kämpfen, danke. Einer. Boink. Hat nicht so geklappt, wie ich gedacht hätte. Rotes Zeugs. Ich hoffe wirklich, wir kommen irgendwann mal an den Punkt, wo ich mal hinreisen kann. Diese ganzen Viecher nämlich erledigen. Eine Höhle voraus, die Höhle ist groß und geräumig. Einfache Vorsichtsmaßnahmen können Unfälle vermeiden.
Aber da oben, da geht's noch weiter. Lass uns mal. Ja. Ja, okay, ist ja hier. Okay. Welches Level sind wir überhaupt? Ah, 33, und die Gegner sind 39. Sehr beruhigend. So, sind wir jetzt wieder in der. Oh mein Gott. Ah, okay, das wird wieder Spaß. Oh, ich kann solche dunklen Orte mit dem Fernseher nicht irgendwie spielen. Aber das sieht alles so verschwommen aus auf meinem Fernseher. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme auch so aussieht. Ich glaube nicht. Nicht ihr schon wieder. Seid ihr denn für welche? Nein, nicht gegen zwei. Nein, 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 nö, nö, nope, nope. Die Steine möchte ich auch mal irgendwann kaputt kriegen, Mann. Ja. Aber ist da noch was? Du bist doch gar nicht so einer, Mann! Wow. Ah, das ging schnell. 24 Erfahrungspunkte, ehrlich. Boah. Wie könnt ihr nur so wenig Erfahrungspunkte geben? Mit 24 Erfahrungspunkte, so viel habe ich, weiß ich nicht. Das wird, mein Gott. Dass ich mit Alicia noch unterwegs war. Bekommen. Dann verrecken. Hat die gerade einen Seraphen gewechselt? Das gleiche hat die jetzt schon alleine machen. Ich kann ruhig mal jemand heilen, ne? Ich hab leider keine Heilzauber. Noch nicht. Da kommt ja ein, glaube ich. Ist da gerade ein am Lernen. War nicht geil. Ja. Oh, geh weg. Alter! Mein Gott! Was sind diese Kreise? Ich seh mich nicht. Ich will mich gerade mit dir verbinden, ne? Machen wir mal den hier. Oh, ehrlich? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Nicht so was wie Magius gelernt. So eine Dingens? Oh. Ah, Magician. Oh, geht weg. Wieder Feuer, Alter. Ja, gut. Oh. Speicherpunkt wäre gut. Und Ruhe ist auch gut. Warum müssen die hier immer aus dem Nichts kommen? Präzisierer.
Oh, das klingt wie sehr ein fauler. Klingt wie ein sehr fauler Name und das Ding ist ja wohl richtig kacke. Er gibt mir Fokus, ja super. Das ist aber voll für den Müll. Ah, nee. Das ist also so ein Horrorfilm, diese Viecher hier. Wieso? Das ist der Ring oder so. Diese Mädchen mit diesen langen Kleidern und diesen langen schwarzen Haaren immer. Nur als Geisterform. Was ich nicht so ein großer Fan bin. Ich stelle mir die ganze Zeit nur vor, wie die ganze Truppe hier in so Kochutensilien rumläuft und Kochschalen und Messbechern und all sowas. Die ganze Zeit, ey. Gegen euch haben wir noch nicht gekämpft. Ich sollte nicht so nah an den Herangen rennen. Aber ich habe das eingesetzt. Boom. Uff. Jetzt mein Ding ist einfach Weißt du, der Trolle macht mich fertig, ne? Jeder andere Gegner, den ich begegne, mich. Mit Spatweste. Hab ich so einer? Ne? Ja. Ich achte jetzt gar nicht mehr auf die Dinger. Die Spalte, die erste. Hier plus 20 gibt, weil irgendwann übertreffen ja die Werte diesen Bonus. Hallöchen. Ja, ich weiß. Machen wir das. Ja, ich frage mich, wie viele wir schon haben. Ich meine, jetzt mal 10, wenn wir im Erscheißland sind. Gibt da 50, glaube ich. Das sind bestimmt schon so die Hälfte haben oder so. Wir haben ja für Edna schon einen Titel bekommen. Ach man, was macht ihr denn da? Warum hast du ja nicht vorher eingesetzt, Mann? Wo ist denn Heilzauber? Und ich sag, die Charaktere sollen von alleine ihre Stöße einsetzen, aber irgendwie machen wir das nicht. Turnure Mystic Arts einsetzen! Das sind ja gegen viele Schanken für irgendwie anfälliger, ich glaube schon, ne? Die braucht echt einen Heilzauber. Hilfe. Aua. Hat er gerade ein SK verloren, also auf Rekkes? Oh Gott. Jetzt schaff. Oh, war knapp. Alter, halt dir mal. So wehe. Was ist noch einer übrig? Oh.
Jetzt noch eine Mystic Art. Oh, aus hier. Hallo, Fokus und Verteidigung, nimm du das. Ah. Geh weg, Blase. Ich wollte eigentlich die Karte aufrufen. Idiot. Auf dem nächsten Gebiet zeigt ein Speicherpunkt. Part wird irgendwie viel zu lang in diesem Spiel. Okay, so viel dazu. Nehmen wir jetzt mal einfach an, hier ist nix. Doch, eine Truhe. Das sind schon wieder diese Viecher. Hab ich wieder Dingens. Ja. Ja, ich muss gleich wieder zurück mehr Heilmittel kaufen. Tränke des Lebens, meine ich. Wo jetzt lang? Einfach da unten, okay. Ah. Ja. Da sind wir schon ein paar Mal den Tod beinahe entgegengesprungen. Mit offenen Armen. Mir ist nicht so gut. Bitte sag mir, das ist irgendwo ein Speicherpunkt. Bitte kein Boss oder irgendwie so weit. Bitte ein Ausgang oder was weiß ich. Sieht ja schon nach einem Bossraum aus. Oh Mann, geht weg. Wir schaffen. Was zum Teufel? Das sehe ich jetzt mal nicht ein. Oh, ey. Wie? Kann sich unsichtbar machen oder irgend so ein Dreck, ne? Das ist einfach nur ein Speicherpunkt. Ich werde aber keinen finden, ich sehe jetzt schon. Aber wehe. Da ist ein Zickzack einfach. Ja, taucht bestimmt mal unsichtbar vor mir auf, ne? Da der. Da, guck dich einer an. Warum ist er so schnell auf seinen Füßen? Der hat keine Muskeln, der ist nur Knochen. Prüfen. Heliktiten. ヘリクタイトか。ヘリク?ヘリクタイト。こういうねじくれた小乳石のことだよ。確かに。かなりひねくれてるよね。ああ。誰かみたいに。小乳石って伸びるのにすっごい時間かかるんでしょ?すっごい時間。ひねくれ続けたんだろうね。誰かみたいに。わ。変わってるけど神秘的で綺麗だよね。ああ。 Geh weg. Was da? Kein, so wie ein gewisser jemand? War. Hauptwort durch ich die ganze Zeit. Ich renne jetzt einfach hin und her und suche einen Speicherpunkt. Geh weg, Mann! Ich schmeck nicht. Der verfolgt mich die ganze Zeit, ey. Oh, ich hab bedankt. Ich sehe ja schon, komm, da ist mein Tod hier. Ich kann mich schon wieder nicht mit Dings hier bewegen. Verschwendung. Oh. Alter! Wie verschlossen. Wir sind das Skelett jetzt weg, hoffentlich. Okay. Das ist eine Sackgasse. Ist das gut oder schlecht? Boah, nicht schon wieder so einer. So.
Was? Ah, ich beende Party einfach. Ich hole jetzt neue Truhe da. Und dann beenden wir ein Part einfach. Federtritt und... Federtritt, nein. Dann sag ich mal, ich beende den Part hier mitten in dieser Höhle. Und wir setzen unsere Reise in der nächsten Folge fort. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.